Jede Geldanlage hat immer eine Wirkung auf die Welt. Es ist nur leider so, dass man in der Regel gar nicht weiß und gar nicht verstehen kann, was diese Wirkung ist. Wenn ich mein Geld ganz klassisch anlege, dann kann es sehr gut sein, dass dadurch Ölbohrungen in der Arktis finanziert werden und ich habe als Anlegerin, als Anleger gar keine Chance, überhaupt zu verstehen, was damit passiert, geschweige denn das zu beeinflussen. Und das wollen wir verändern. Kann man das mal laufen tun? Sounds big. Also am Anfang von den Jovastein eigentlich die Idee, Geld zu nutzen, um die Welt zum Besseren zu verändern. Ich habe damals sehr viel darüber nachgedacht, wie man eigentlich Geldanlage wirkungsvoll machen kann und vor allem, wie man wirkliche Transparenz schaffen kann. Also wirklich konkret die Frage, wo ist denn das Geld jetzt eigentlich? Und mit den ersten Ideen sind Erik und ich dann in Zürich durch die Cafés gezogen, haben gefragt, würde dich das interessieren? Und an diesem ersten Tag haben wir so viele E-Mail-Adressen eingesammelt, dass wir dachten, okay, wir probieren das jetzt tatsächlich mal aus. Das Wichtige ist, dass halt heutzutage im Kapitalismus ja wirklich Kapital eine ganz entscheidende Rolle darin spielt, ob wir eben unsere gesellschaftlichen Ziele erreichen. Und wenn wir als Gesellschaft Nachhaltigkeit erreichen wollen, dann ist eben dieses Kapital nachhaltig anzulegen dafür ganz entscheidend. Und das ist das, was Injova macht. Injova steht für Invest in Your Values. Und woran wir alle gemeinsam arbeiten, ist, dass Millionen von Menschen Impact-Investorinnen und Investoren werden sollen. Das heißt, Menschen, die Geld anlegen, für die eigene Zukunft, aber auch auf eine Art, die die Welt besser macht. Injova hat sich im letzten Jahr wahnsinnig weiterentwickelt. Wir haben in Deutschland gelauncht, wir haben die private Vorsorge in der Schweiz, die 3A, dazu genommen und haben das Team auch auf 50 Mitarbeitern erweitert. Man spürt die Qualität, die Stärke des Teams und auch den Zusammenhalt, eben diese starke Kultur, die ermöglicht, die sehr ambitionierten Ziele von Injova zu erreichen. Heute ist es so, dass wir mit den absolut führenden Wissenschaftlern über nachhaltige Finanzen diskutieren und die mit sehr viel Spannung auch auf uns schauen. Das alles erfüllt mich mit unglaublich viel Zuversicht, dass wir auf einem unglaublich guten Weg sind, alle gemeinsam wirklich einen starken Beitrag dazu zu leisten, die Welt, das Finanzsystem, die Wirtschaft und die ganze Gesellschaft auf nachhaltigeren Pfad zu bringen.